214. Da versteckt sich der Peter Jellisch. Hi Peter, grüß dich, mein Freund. Hi. Bekannte Gesichter. So, Body Extreme ist in the house. Wir sind beim Peter Jellisch. Peter, setz dich. Musst dich noch ein bisschen entspannen. Mein Freund, wie geht's dir? Ja, es geht. Die Fahrt war ein bisschen stressig, also zum Schluss halt. Aber das war, glaube ich, bei jedem so, ne? Ein bisschen Stau, ne? Ein bisschen Hektik dann. Mit 5,5 Stunden oder 6 Stunden knapp. Ja, 6 Stunden waren es doch knapp. Also zum Schluss hat sich das dann hingezogen, wahrscheinlich in diesem Pott hier halt, ne? Aber ansonsten so, das andere war alles okay, die Fahrt, aber bis halt der Schluss und jetzt dann halt hier noch ein bisschen, aber jetzt passt schon alles. Ein bisschen zur Ruhe kommen wir jetzt, Waage vorbei, Gutes. Unterarme sind streifig, veradert. Köpfchen ist noch ein bisschen schmäler wie bei der Bayerischen. Hast du nochmal Gewicht abgeschmissen? Nee, eigentlich gar nicht einmal so viel. Ich glaube, fast identisch. Heute waren es 99,6, glaube ich, waren es. Also, und ich weiß gar nicht, was bei der Bayerischen waren. Waren es auch 99, noch was irgendwie. So ein paar Gramm hin und her, weiß dasselbe, wie das ist. Also, das spielt ja keine Rolle in dem Fall. Jetzt lade ich halt noch ein bisschen. Jetzt. Und vorher dort konnte ich überhaupt nicht laden. Da bin ich ja in den Laden hingegangen, dass ich halt unter die 100 komme. Ne? Also auf sicher gemacht. Ne? Ja, das ist halt das Schöne hier bei der Deutschen. Jetzt hast du halt die Waage hinter dir, jetzt kannst du dir nochmal richtig durchladen. Morgen zum Frühstück. Was gibt es da nochmal ein bisschen was? Nochmal ein Honigbrötchen oder irgendwas? Ja, das übliche halt. Wie wahrscheinlich bei dir auch so ein bisschen Honig, ein bisschen Reiswaffeln, sowas, Kaffee. Also nichts Großartiges mehr, dass ich, was der Bauch, ne, das nicht aufbläht oder so, dass der flach bleibt, ne, dass ich das irgendwie hinkriege. Und nach immer Kleinigkeiten halt. Also mehr nicht. Ja, ich habe die auf der Bayerischen gesehen, Form war auch sehr gut. Mir gefällt dir dein Posing auch immer richtig klasse. Von hinten bist du eh der Beste. Ne, Rücken ist brutal. Das ist halt das jahrelange Training. Und jetzt muss man halt abwarten, was die Konkurrenz macht. Ne? Ja, die schläft ja nicht, die Konkurrenz. Ja, die Jungs werden halt immer jünger, ne, Peter. Wir werden langsam immer reifer, sage ich jetzt mal. Und die Jungs werden immer jünger, die Konkurrenten werden immer frischer. Aber ich glaube, du hast das Fleisch und die Masse und die Routine und kannst morgen nochmal richtig angreifen. Ja, man will ja immer die Jungen ein bisschen ärgern noch, ne? Weißt du, solange es geht und solange es der Körper zulässt, also ist okay und solange macht es mal Spaß, ne? Also natürlich habe ich nicht mehr diesen Ehrgeiz, was die Jungen jetzt da verspüren, ne? Okay. Da vor allem die meisten hier alle mit schon Profikarten und was weiß ich was alles und was die da alle so schon in jungen Jahren da, weiß ich das selber, wie das ist, ja selber. Also ich Profikart ist das eine, Umsetzen ist das andere. Die leben an Traum jetzt wahrscheinlich, ne? Und aber ich finde es auch gut, weißt du, man besteht ja aus Träumen, ne? Und die soll man verfolgen und seine Ziele soll man verfolgen. Ich finde es ja auch nicht schlecht. Also von daher, aber meine Ziele sind so andere, also Spaß haben nur noch, weißt du, und natürlich schauen zu gewinnen und halt vor allem Spaß haben. Ich denke mal, deine Chancen sind so gut wie schon lange nicht mehr für morgen und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Also ich bin so, das, was ich bis jetzt gesehen habe, auch bei der Waage und überhaupt, also auf jeden Fall besser Dinge. Und Poser wirst du eh, posen kannst du richtig gut. Das ist auch eine Leidenschaft von dir, ne? Die Kür auf der Bayerischen war absolut der Wahnsinn. Und ich denke mal, jetzt fragen wir mal deine Frau, wie waren die letzten paar Wochen gewesen mit dem Peter? Eigentlich wie immer. Also da gibt es nicht großartigen Unterschied. Der Peter ist eigentlich, glaube ich, ein ganz umgänglicher Typ, oder? Macht das schon alles aus einer Routine raus? Ja, eigentlich schon. Sehr gut. Ja, also keine Unstimmigkeiten bei der Familie Jellisch. Und ihr seht, alles ganz gut. Peter ist bester Dinger, kein Cortisol, keine Stresshormone. Wer ist eigentlich dein Vorbereiter? Der Manuel, glaube ich, oder? Nee, also ich bereite mich ja nicht selber vor. Man holt sich immer mal Tipps von da. Genau. Wenn ich dich anrufe, was Bartipps bringe, wenn ich dich ja frage, ja, da warst du ja immer offen, dass du mir sagst, Peter, ruf an, wenn was ist. So ist es. So ist es bei Manuel eben auch. Wenn ich jetzt einmal eine kurze Frage habe und ich will die für mich beantwortet haben und ich bin mir jetzt da nicht sicher. Dann rufe ich halt natürlich oder schreibe ich jemanden wie Manuel oder auch einmal einen Roland, den kann man ja immer schreiben, ja, oder dir oder was, weißt du, und dann passt das schon wieder, dann habe ich wieder einen klaren Kopf und weiß, wo es hingeht. Aber so habe ich mich eigentlich ja immer selber vorbereitet eigentlich. Ne? Ja, ich meine, die Hausaufgaben hast du gemacht und jeder kennt seinen Körper halt einfach irgendwo am besten. Und wie viele Jahre Wettkampf hast du jetzt selber schon auf dem Buckel? Ja, das erste Mal war es seit 2002 mit dem Ronny Rockel halt, ne, damals. Ah ja, genau, kann mich erinnern, genau. Da war doch mal schön. Ja, genau. Okay. Ja, PMG. Ja, gut. Genau. Gut, was gibt es heute Abend noch? Gibt es noch was zu essen?
Ja, nur noch Kleinigkeiten halt. Also nichts Großes mehr. Ein paar Kartoffeln werde ich wahrscheinlich essen. Und ja, und vielleicht noch ein paar Reiswaffeln oder so. Aber jetzt keine Experimente. Und dann Füße hochlegen und. Ja, genau. Genau. Sie ist die Riegel, ja genau. Die kann ich irgendwann anders essen, das passt schon. Und dann ich esse halt nichts mehr, ich trinke nur noch Bier. Ich ernähre mich heute vegan für den Rest des Tages. Das kennen wir ja von dir. Das kennen wir ja von dir. Also, siehst du, funktioniert. Genau, Peter. Komm, zeig uns dein bestes Stück. Zeig den Rücken. Wir wollen den Rücken sehen. Du, da, genau. Ah, das schaut richtig gewaltig aus, Leute. Boah, sehr schöne Streifen. Ich bin richtig begeistert. Der Carsten Weber, unser Kameramann, der ist hier auch am Schwärmen. Peter, das wird richtig gut. Boah, brutal. Los, jetzt wollen wir von vorne auch nochmal was sehen. Hammer. Also der Rücken, absolut Profi-Niveau, absolute Weltklasse. Hammer. Peter, so gut warst du schon lange nicht mehr. Ey, richtig gut. Bist du eigentlich für die WM-Quali morgen gemeldet? Ja. Echt? Hauptsächlich, oder? Oder auch die, wegen der WM-Quali. Die Deutsche aber auch, oder? Beides. Bald? Sehr gut. Oh, das schaut richtig gut aus, Peter, ey. Wir lassen dich jetzt in Ruhe, Peter, weil das schaut richtig geil aus. Also, ich bin hier bester Dinge. Der Peter schaut hammermäßig gut aus der Nähe und ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber ich kann euch eins sagen, da ist kein bisschen Hautüberschuss und der Rücken ist absolute Weltklasse und Peter, über 40, puh, richtig gut, ey, klasse. Hut ab, ich wünsche dir eine gute Nacht, leg die Füße hoch und ich glaube, mit dem Paket kannst du ganz beruhigt zu Bett gehen. Also, gute Nacht. Ah, Markus. Familie ist ausgeflogen oder was? Die sind unten beim Essen. Okay, bist du allein hier mit Family? Nee, der Bernd ist bei mir im Zimmer. Der Bernd, Toff, ne? Mhm. Und deine Familie, wo hast du die untergebracht? Die sind im anderen Hotel. Die sind da in dem Excelsior. Sehr schön. Was hat's gegeben zu essen? Ein Rumpsteak und einmal Lachs. Weil ich habe den ganzen Tag, dass ich das Gewicht erreiche, nichts gegessen, nichts getrunken. Und da ich seit zwei Wochen eigentlich gar keine Kohlenhydrate esse, ist bei mir immer schwierig, jetzt mit Kohlenhydrate zu laden. Bei mir funktioniert besser, jetzt Eiweiß und Fett zu essen. Okay. Also sonst viel Wasser. Dein Vorbereiter ist der Klaus, ne? Ja. Und der Simon? Ja, und der Nico. Den kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Der ist so ein kleiner. Vom Sehen, ja. Also mit dem war ich immer im Training, weil der Klaus ja jetzt wieder in der Schweiz schafft. Und der Klaus heute noch? Ja, der müsste eigentlich schon da sein. Der hat sich nicht gemeldet, aber der hat gesagt, er kommt am Freitag. Also der wird auch heute sicher mal vorbeikommen. Klaus Fenneberg, schöne Grüße hier über die Kamera und natürlich auch an Simon. Ne? Und ich glaube, du hast ja gesagt, Gewicht ist nochmal runtergegangen. Ja, also Form ist, obwohl morgen Wettkampf ist, jetzt schon besser als auf der Bayerische. Was denkst du, was du morgen dann an Gewicht hast? Ist das bei dir so, dass du jetzt vielleicht nochmal ein Kilo morgen mehr hast wie bei der Waage? Macht das mit, kenne mich halt mit dem Laden, mit Fleisch und mit Fett überhaupt nicht aus, weil ich bin halt ein Kohlenhydratbuffer. Mir tut das eher gut. Erstens geht es mir besser und da morgen bin ich eher schwerer. Wenn ich jetzt Kohlenhydrat esse, schwitze ich heute Nacht wie ein Schwein, mir geht es schlecht, dann bin ich eher leichter. Okay. Morgen wird es mir gut gehen und ich schätze mal, dass ich so 81 habe. Sehr gut. Aber kann ich dir morgen genau sagen, ich habe Waage dabei. Wie muss das sein? Gut, also du hast dich ja vom Wettkampf zu Wettkampf gesteigert. Ich habe dich auf der Süddeutschen gesehen, ich habe dich auf der Bayerischen gesehen. Da hast du dann schon mal nochmal eine richtig gute Steigerung gehabt. Wir hatten ja auch nach der Süddeutschen schon gesprochen. Kühe hast du verändert, hast du auch nochmal richtig eins draufgelegt. Ja, nochmal danke an die Tipps. Nichts zu danken. Für Profi war ich. Hat richtig klasse ausgesehen. Und hast du ja komplett umgesetzt, also hat mir sehr gut gefallen. Kannst du uns und den Leuten bei Body Extreme noch ein bisschen was zeigen? Kriegen wir nochmal ein paar Muskeln zu sehen? Du, mach dir. Ist ja nur für die Fans mal schon mal so ein kleiner Schmankerl, damit die halt sehen, wie so ein Athlet auch mal abends vorher aussieht. Genau, machen wir da mal Licht. Geh noch ein Stück zurück am besten. Ja, jetzt ist richtig gut, Markus. Ja,
Also schön, schaut er schon sehr prall aus und der Arm kommt richtig brutal gut. Cerrados ist toll, Form ist wirklich auf dem Punkt. Ja, jetzt haben wir auch unten im Rücken schon kein Wasser mehr. Das ist richtig gut, Markus. Da ist nochmal wirklich was gegangen seit der Bayerischen. Also da kannst du stolz sein, hab da wirklich einen Top-Job gemacht. Gut, schaust doch sehr entspannt aus. Jetzt ist Gewicht rum, jetzt habe ich 79,8 und dann bin ich auch schon mal entspannt. Sehr gut. Dann sagen wir vielen Dank und wünschen dir eine ruhige, entspannte, gute Nacht. Keine Cortisolausschüttung. Hast du richtig klasse gemacht, Digga. Nummer 2 im Zimmer ist angekommen. Der Bernd Töffing ist da. Hallo. Wir haben uns ja eben unten schon gesehen beim Interview. Form ist ja richtig geil. Nochmal vom Gewicht her geschreddet, nochmal runter. Mhm, genau. Lächelt trotzdem noch, ist trotzdem noch entspannt. Bisschen, ja. Jetzt darf gegessen werden, oder? Wie lange? Ja, noch 200 Gramm Reis habe ich jetzt. 100 und 200 Gramm Hähnchen. Und dann ist aber Schluss für heute. So unterschiedlich sind die Körper. Das möchte ich nur noch kurz für unsere Zuschauer erläutern. Da haben wir gerade den Markus gehabt. Der lädt heute mit Fleisch und mit Fett. Und du klassisch mit Kohlenhydraten. Genau, gar kein Fett. Also ich habe heute gar kein Fett geladen. Wie gesagt, 600 Gramm Reis am ganzen Tag und ca. 800 Gramm Hähnchen. Also meinst du wirklich, du kannst auf die brachiale Form von der Bayerischen nochmal eins draufsetzen? Ja, ich hoffe es. Wir gucken dann, wie es morgen aussieht. Der Tag X zählt dann. Er kann. Ich habe unten schon was gesehen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, könnt euch wirklich morgen freuen. Die Klasse wird richtig der Hammer. Ja, ich habe gesehen, sind sehr starke Athleten auf jeden Fall dabei. Ich denke, die 3 war schon lange nicht mehr so stark, würde ich jetzt so sagen. Na, die Dreier ist insgesamt eine sehr hammerharte Klasse. Ja. Ich denke mal, in deiner Klasse wird es morgen richtig schwierig, aber der Beste soll gewinnen. Und so ist es, ja. So muss es sein. Und ich denke mal, Schwergewichtler sind morgen nicht gar so viel am Start. Weiß ich nicht, wie viel davon. Vielleicht kriegen wir ja morgen mal einen Gesamtsieger, der nicht unbedingt aus dem Schwergewicht kommt. Man weiß es nicht. Ja, schauen wir mal. Erstmal muss man die Klasse gewinnen. Okay. Aber das ist das Ziel auf jeden Fall bei mir. Nachdem ich jetzt 2-mal Vizemeister geworden bin, will ich dann schon das auch den Sieg haben. Ja, genau. Ich bin ich auch schon ganz ehrlich. Das kenne ich. Ja. Das kenne ich zu gut. sonst würde ich lügen, wenn ich. Ich habe ja gedacht, ich hätte den Vize mal irgendwann gebucht und dann irgendwann klappt es dann genau, doch. Genau. Ich möchte nicht buchen. Wie schaut es privat bei euch aus? Alles entspannt? Diät gut überstanden? Ja. Oder auf gut Deutsch, Schnauze voll, dass morgen Abend endlich mal wieder was Normales gibt, dass er mal wieder runterschalten kann. Ja, also wir sind schon froh, dass es dann vorbei ist. Genau, ja, dass man wieder das normale Leben zurück hat. Und dann kommt ja Weihnachten. Genau, Weihnachten genießen und ja, nächstes Jahr heiraten wir dann noch. Oh, Neuigkeiten hier bei Body Extreme. Sehr gut. Oh, da grinst aber jemand ganz glücklich. Ja. Super, nee. Ja. Sage ich jetzt nichts dazu. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Jetzt wollen wir es jetzt ganz spannend machen. Wollen wir noch ein bisschen, dürfen wir noch ein bisschen was sehen? Ja, kann man machen. Okay, dann stell dich mal das gute Licht da, wo der Markus eben schon gestanden hat. Da war das Licht richtig klasse. Ganz oder gar nicht? Bitte? Ganz oder gar nicht? Du, mit der Form. Das schaut doch richtig toll aus. So nah wie möglich an die Tür, Bernd, wenn du gehst. Dann ist das Licht am allerbesten. Ja. Genau. Ach, richtig geil. Ja, das ist halt doch, das ist ein richtig gutes Niveau für eine Deutsche, so muss das sein. Leute, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber der Junge ist richtig tief und richtig abgezogen. Brutal. Team Kuchulok hat da wieder auch eine sehr gute Arbeit geleistet. Ja, ich glaube, bei euch heute Nacht gibt es kein Cortisol auf dem Zimmer. Ihr könnt ganz entspannt schlafen. Hausaufgaben sind gemacht. Ich wünsche euch allen eine angenehme, ruhige Nacht und für morgen alles, alles Gute. Danke dir. Super geil. Hammer. Also, jetzt haben wir 2 richtig dicke Brocken. 3 sogar auf einem Zimmer gleich. Seid ihr alle 3 hier auf einem Zimmer? Nö. Nee. Wir beide sind auf dem Zimmer und haben ganz gut verkehrt. Der Kevin ist auch gleich da. Da haben wir doch 3 Fliegen mit einer Klappe. Aber dicke Fliegen haben wir hier. Ich bin nicht ganz so. So, dann wollen wir doch mal was sehen. Einer ist gerade fertig hier. Habt ihr gerade Farbe gemacht oder was? Ja, ich habe gerade angefangen, zweite Schicht. Okay. Ja. 3 Mann hier im Zimmer. Wie ist das? Seid ihr Konkurrenten oder seid ihr Kumpels? Kumpels mehr oder weniger, oder? Ja. So muss man das sehen, ne? Jetzt auf die Bühne stehen, ne? Ja. Mal ganz kurz und dann nee, Hausaufgaben. Bodybuilder sind ja keine Boxer. Wir müssen ja unsere Hausaufgaben zu Hause machen. Und uns dann auch gegenseitig unterstützen. Und auf der Bühne ist halt einfach dann so, dass die Kampfrichter dann entscheiden müssen. Und das soll halt der Bessere gewinnen. Ich würde sagen, die Leute wollen was sehen. Wir machen hier mit Bild. Komm, stell dich mal ins Licht. Zeig mal ein bisschen was. Unsere Kekse wurden gerade schon gefilmt. Ja. Okay. Und hier, das Hund da filmt. Das ist geheim.
war nicht der so neidisch. Du, ich bin in der Off-Season. Ich würde mir überlegen, ob du mir das zeigst oder nicht. Boah, das schaffst du doch gar nicht alles alleine. Nein, du benennst ein bisschen was mit. Also. Die sind beschriftet, das sind Giotto-Muffins. Boah, geil. Leck mich am Arsch. Mach mal ruhig auf. Dann befinden wir mal. Sehr gut. Das ist die Geheimwaffe zum Laden. Okay, aber nicht überladen. Das wird doch nicht schwer bei den Dingern. Oh, lecker, lecker, lecker. Wer hat die gebacken? Walle, helf mir. Ich weiß, wieso bei Instagram. Da waren wir auf der Berliner Meisterschaft und dort wurden die verkauft. Okay. Die nette Bäcke sind gesagt, weil die so sympathisch waren. Und weil ich keine essen durfte. Also vielen Dank nochmal dafür. Und die habt ihr jetzt auch dann bekommen? Die hat ihr euch zuverlässig geschickt? Ja, geschickt, sehr geil. Klein, ne? Sport nach Hannover, kann man irgendwo in einem Laden von dem netten Herrn da im Bett. Okay, super, das schaut doch mal richtig klasse aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie die schmecken, aber die werden, glaube ich, super schmecken, die Möchtest Dinger. Ich möchte dich bedanken oder die Dame grüßen, wo du die Sachen herbekommen hast. Ja, schöne Grüße nach Berlin, vielen Dank für die leckeren Süßigkeiten. Und ja, wir haben eh gesagt, die kriegst auch eine Kleinigkeit zurückgeschickt, ne, auch für die Aufmerksamkeit. Hammergeil. Ja, also erstmal müssen wir sie probieren, ne? Nicht, dass die Dinger nicht schmecken, dann gibt's nichts. Das ist doch ein super Präsent und auch eine super Motivation. Ja, geil, ne? Jetzt wollen wir Fleisch stehen, komm. Frisur passt auf jeden Fall. Geh mal so weit wie möglich an die Tür. Da haben wir bei den anderen Zimmern jetzt immer so das beste Licht gehabt. Ja, schaut richtig geil aus. Gut. Da geht die Post ab. Jawohl. Ja, das ist DBFV. Das sind halt richtig gute Athleten am Start. Die Creme de la Creme. Das sieht man schon. Die Qualität ist sehr, sehr gut. Sehr schön. Ja, und er hat auch schon geladen. Man merkt, er hat Kraft und Spaß an der Sache. Vor zwei Tagen wäre das wahrscheinlich beim Posen noch ganz anders gewesen. Da ist man dann immer gleich erschöpft. Aber jetzt merkst du, die Jungs sind heiß. Die haben geladen, da sind schon ein paar Kohlenhydrate drin. Sehr gut. Sehr gut. Schöne Streifen in den Oberschenkeln. Ganz, ganz toll. Klasse. Auszuwetzen. Wahnsinn. Also gefällt mir von der Form her sehr, sehr gut. Ich finde aber, dass du schon sehr, sehr prall bist. Und also mein persönlicher Tipp an dich, sage ich jetzt mal, wenn ich so frech oder einfach mal so, so, wenn ich dir das einfach mal so sagen darf, ich würde an deiner Stelle nicht mehr weiterladen. Okay. Weil ich bin so, ich sag's dir, wie es ist, ich bin halt so, für mich bist du kurz vorm Überlaufen. Ja. Ja, also ich würde sagen, Schluss mit dem Essen und Schluss mit dem Trinken, weil sonst wird es zu viel. Weil ich bin der Meinung, du hast jetzt schon einen leichten Film drin und du bist aber richtig geil prall. Und ich denke mal, wenn du jetzt aufhörst und die Sache einfach so stehen lässt und morgen früh dann beim Frühstück vielleicht eine Tasse Kaffee und ein, zwei Brötchen mit Honig, dann ist gut so. Weil sonst wird das zu viel. Weil du bist richtig massiv voll und der Carsten hat mir auch zugenickt und zugestimmt. Also mach langsam, Dicker. Schaut richtig brutal gut aus, aber es muss halt morgen Abend um die Zeit, denke ich mal, auch noch richtig gut aussehen. Also den Tipp gebe ich dir, also mach nicht so viel, weil die Form ist da und du hast da jetzt richtig tiefe Streifen in den Beinen, aber es schaut fast aus, wie wenn du kurz vorm Überschwappen bist. Also auf keinen Fall mehr hier noch Muffins essen und überladen. Mach gar nichts mehr, das ist perfekt. Du schaust richtig gut aus, aber es wird voll. Sehr gut, wer ist der Nächste? Bist du bereit, Kevin? Oder? Ja, der Finger zeigt schon. Den kann ich auch. Der dünnste darf zum Schluss. Ja, das ist. Man fühlt sich dünn, aber ihr schaut gewaltig aus, Jungs. Glaubt's mir. Das schaut aber richtig gut aus. Du bist richtig dick prall, Digga. Mach langsam. Ich werde auch nie leer. Weil mir das ich sehe bei meinem letzten Ladetraining genauso aus wie jetzt. Der sieht ständig so aus. Ja. Das ist echt so. Gute Gene. So, jetzt haben wir einen Kevin. Ja. Wunderbar.
Kevin, das ist ein gutes Zeichen, wenn ich meine Klappe halte. Weil dann bin ich nämlich begeistert. Sehr schön. Absolut. Also ich muss ehrlich sagen, Digga, hast echt nochmal eins draufgesetzt. Also beim Kevin muss ich ehrlich sagen, den habe ich das erste Mal auf der Süddeutschen gesehen. Da war er schon in einer hervorragenden Form gewesen und hat es jetzt von Wochenende zu Wochenende wirklich nochmal gesteigert. Und das schaut richtig geil aus. Der Bauch ist tief. Au, super Volumen schon drin. Auch tipptopp geladen. Und die Form ist richtig geil. Mach dich nicht so fertig, Digga, das reicht. Spar dir die Kraft für morgen. Du hast alle überzeugt schon. Die Leute werden begeistert sein, die das Video sehen. Nee, also wirklich richtig klasse. Und wir wollen dich auch nicht gar so schwitzen lassen, weil sonst verläuft dir nur die Farbe. Das kommt mal nach außen dran und essen. Aber du musst ja auch sagen, ähnlich wie bei deinem Vorgänger. Also auch schon ganz schön prall, auch schon richtig dick und rund. Finde ich klasse. Wie fühlst du dich selber? Ja, bis auf, dass ich ziemlich K.O. bin und müde. Soweit ganz gut eigentlich. Oder? Dann würde ich sagen, leg dich ins Bett. Mach die Augen zu und penn. Erhol dich. Ja, würde ich machen. Ne, meine Freundin kommt jetzt gleich noch. Okay. Genau, die ist dann auch wieder dabei. Sehr gut. Also Glücksbringer sind dabei. Muss dieses Mal auch wieder klappen. Also ich bin absolut guter Dinge. Schaust schön voll aus, schön rund, schön hart. Wirklich klasse. Also ich bin begeistert von euch Jungs. Hammer. Super. Classic Bodybuilding. Gerne. Jetzt sind wir hier. Jetzt musst du... Dann nehmen wir dich auch noch mit. Wenn wir schon mal drei so richtige Granaten auf einen Schlag haben hier. Jetzt erwartet aber bloß nicht so viel Fleisch wie bei meinen dicken Jungs. Ne? Ich muss noch ein bisschen essen, bis ich so aussehe. Ja, es ist ziemlich ruhig im Zimmer. So, jetzt haben wir noch einen Classic Bodybuilder. Wie war dein Gewicht jetzt heute nochmal gewesen? 87. 87 auf 1,81. Also habe sogar noch 2 Kilo Luft. Das ist jetzt meine erste Saison beim DBV. Mhm. Früher war ich bei meiner C. Aber jetzt wollte ich mal ein neues Niveau kennenlernen. Habe jetzt 5 Jahre Wettkampf hinter mir als Junior und hier bin ich kein Junior mehr mit 24, muss zu den großen Jungs und ich bin einfach mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Quali habe ich ja geschafft, jetzt bin ich hier. Nö, jetzt bist du auf der Deutschen, jetzt musst du fighten und jetzt wollen wir was sehen. Ah, das schaut doch gut aus. Ja. Form ist bombastisch. Sehr gut. Also die Hausaufgaben hast du auf jeden Fall gemacht. Das schaut klasse aus. Du brauchst dich ja vor den anderen beiden nicht verstecken. Classic Bodybuilding ist halt ein bisschen leichter, ein bisschen ästhetischer. Aber auch von der Seite eine sehr schöne Taille. Farbe gefällt mir sehr gut. Ja, guten Pump hast du auch. Ein paar Kohlenhydrate sind auch schon drin. Mach mal Doppelbizep nochmal zum Abschluss. Hau dir aber die Ellbogen nicht an. Ja, schön fasrig. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem Licht so seht, aber schaut richtig klasse aus. Nee, kannst du bester Dinge sein. Wir wünschen dir eine gute Nacht. Und möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ich grüße ganz Hannover natürlich. Alle meine Kunden von Sportnau Hannover. Meine Frau, die jetzt zum ersten Mal zu Hause bleiben musste. Schatz, alles Gute zu Hause. Bussi. Jawohl. Body Extreme ist da. Hi Simon. So, dich wollen wir jetzt überhaupt nicht sehen. Klaus, über dich haben wir schon gesprochen. Du kommst im Interview schon vor. Wir waren ja schon bei deinem anderen, beim Markus. Und da kommt sie raus. Strahlend. Hi. Grüß dich. Zülle, und wie fühlst du dich? Ganz gut, bisschen aufgeregt. Was macht das Gewicht? Mein Gewicht ist gerade bei 53,5. Okay. Und wir wollen, dass eigentlich auch ein bisschen oben bleibt. Wie ist das im Verhältnis zur Bayerischen? Auf der Bayerischen war ich 52,5 auf der Bühne. Und in der Nacht ist es immer gesunken, aber wir haben es dann nochmal hochbekommen mit ein bisschen mehr Essen, was ja auch ganz nett ist. Sehr gut. Ja.
Nee, also du schaust richtig toll aus, auch vom Gesicht her sehr schön weiblich, ganz toll, ganz tolle Form, gefällt mir richtig gut. Hm. Ja, das ist doch was für die Body Extreme Zuschauer nochmal zum Schluss, was Schönes, Weibliches. Wunderbar. Nee, schaut richtig klasse aus. Also ich muss ja ehrlich sagen, rein sportlich gesehen habe ich dich hier auf der Süddeutschen natürlich als Bodybuilder am allerbesten gefunden. Da warst du ja richtig abgezogen, aber dafür haben sie dich ja auch abgewertet. Und wir gehen halt jetzt den Weg mehr oder weniger, um halt die vorderen Plätze zu belegen. Hat ja bei der Bayerischen ganz gut geklappt, ne? Da hast du ja überzeugt und jetzt schaust du halt ein bisschen weiblicher aus und ich denke, damit steigen auch deine Chancen. Ja, ich bin auch total glücklich, dass du auch mir dein Feedback abgegeben hast und gesagt hast, lieber ein bisschen voller statt zu hart. Und das haben wir jetzt einfach gemacht. Ja. Immer noch eine Ader am Arm und schaut trotzdem noch richtig gut sportlich aus. Die Beine sind da, die Muskeln sind auf jeden Fall sichtbar, aber richtig schön weiblich. Also ich denke, das wird richtig gut morgen. Vielen Dank. Nee, kannst du ganz beruhigt schlafen. Ich meine, hast ja auch zwei super, super, super Unterstützer und Helfer und Vorbereiter. Der hier, der ist halt dafür verantwortlich, dass du immer zu viel Muskeln hast und zu hart bist, weil er selber damit immer am meisten punktet. Ja, also wie gesagt, ich bin da eher so nur das, ja, ich sag mal, das dritte Rad am Wagen. Da ist schon mehr Bernhard zuständig und wir stimmen uns alle immer gegenseitig ab, klar. Aber da muss man Hut ab von Bernhard sagen, der hat einfach, der weiß halt, wie es geht. Ja, das richtige Händchen bei den Frauen. Frauen. Ne? Nee, der macht da auch einen ganz, ganz tollen Job. Ja. Ich finde das auch richtig klasse. Ja. Und da würde ich mich auch selber als Bodybuilder gar nicht ranwagen, da irgendwas zu sagen in der Vorbereitung, weil ich mich mit Frauen überhaupt nicht auskenne. Ja, wir geben halt, also wir sagen immer, Bernhard, was meinst du? Und Bernhard sagt dann immer, oh ja, das hört sich gut an. Also eigentlich ist es immer so, wir sind eigentlich schon immer gleicher Meinung, aber der Bernhard hat einfach am meisten Erfahrung. Genau. Und ich denke, das kann der Klaus auch bestätigen, dass wir zwei eigentlich halt nur so unseren Senf dazugeben. Ich sage jetzt da nichts dazu, weil ich trainiere sehr gern mit euch beiden, auch privat. Und da ist halt Oldschool angesagt und wir lieben halt richtig dicke Muskeln und Fleisch und Härte. Und ja, aber wie gesagt, das ist die eine Baustelle und dann gibt es ja noch die schöne weibliche Baustelle und ich glaube, das wird richtig gut morgen mit der Zilley. Da haben wir, glaube ich, für Bayern ein richtig heißes Eisen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Eisen. Und ich denke, im Feuer wollte ich sagen. Und dann wird es auch richtig toll. Und dann wünschen wir euch eine angenehme Nachtruhe und alles Gute. Und wie gesagt, du lässt deine Frau heute Nacht in Ruhe. Kamera aus.